Ja, hallo. Heute Strength und Metcon. Was haben wir vor? Strength Part für die hintere Kette speziell, Beine und auch Oberkörper. Haben wir Folgendes auf dem Programm. Drei Sätze. Wir haben Max Effort Single Leg Hip Thrust pro Seite. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, das ein bisschen feurig zu gestalten. Ja, da gehe ich später drauf ein. Ich sage auch später ungefähr die Rep Range, in der ihr liegen solltet. Ja, dementsprechend habt ihr dann ein paar Tools, dass ihr auch da drin bleiben könnt. Und Superman Rows, 20 Stück hier an der Zahl. Da wollte ich jetzt nicht Max Effort reinschreiben. Das könnte für manche sonst ja nur darum gehen, wie lange kann ich die Superman-Position halten. Da habe ich gesagt, okay, 20 Ruderbewegungen sollten so oder so anstrengend sein. Wenn ihr aber zum Beispiel nach 12, 13, 14 Reps nicht mehr könnt, aufhören. Ja? Dann ist es halt Max Effort. Wir haben da praktisch ein Cap von 20 Wiederholungen. Ja, so kann man es auch verstehen. Rest as needed und dann nächste Runde. Ja, sodass ihr wieder gut arbeiten könnt und glaubt, okay, ich kann jetzt ungefähr wieder so viele Hip Thrust machen wie vorher. Das ist das Ziel. Metcon danach, M-Rep 14 Minuten. Wir haben 200 Meter Laufen. Eine Minute wäre hier die Anpassung, wenn ihr kein GPS oder eine 200 Meter Strecke habt. Ja, dann einfach eine Minute laufen. Ist ein bisschen simpler. Geht genauso gut. Und dann drei Single Leg Burpees rechts, drei Single Leg Burpees links und dann sechs Burpees, aber nicht normal, sondern mit einem High Jump. Also da praktisch so eine Musterlösung von einem Burpee, was die Streckung angeht und nicht das, was viele Crossfitter machen. Ja. Beine hochbringen, aber noch mehr nach unten kommen, als man ohnehin schon ist. Ja, das wollen wir nicht, sondern wir wollen nach hoch springen. Ja, darum geht es. Jetzt noch mal nach oben bringen. Gut, also heute wieder viel Koordinatives dabei, nachdem wir gestern schon unsere Reverse Burpees haben, geht es ein bisschen mit diesem Thema weiter. Wunderbar, wunderbar. Warm-up vorweg, 4 Runden, 10 Pause Glute Bridges, 10 Rear Delt Raises, 5 Down-Ups, die gehen wir jetzt einmal gemeinsam durch. So, 4 Runden, 10 Glute Bridges mit einer Pause oben. Was machen wir? Wir legen uns auf den Rücken. Das ist immer gut. Ja, dann hier, Füße schön in den Boden verankern. Ja, kann manchmal helfen, wenn ihr den Hacken speziell noch oder die Fußspitzen hochbringt, Hacken richtig reinschrauben im Boden, kann man noch ein bisschen mehr Druck entwickeln. Ist ganz nett. Ja, und dann die Fersen relativ dicht zur Hüfte, Spannung aufbauen. Oberkörper ist diesmal abgelegt, also nicht wie eine Hollow Position, was immer noch wehtun könnte. Und dann von hier Hüfte hochbringen, halten, das jetzt Pause, einfach 21 Sekunden halten, aktiv. Noch weiter Spannung versuchen aufzubauen, runterkommen, nächster Rep. 2, 3 und so weiter. Ja, das Ganze dann 10 Mal. Dann kommt die nächste Übung. Wir haben Rear Delt Raises, 10 Wiederholungen. Sprich, wir legen uns jetzt in unsere Superman-Position rein. Die haben wir auch später für unsere Superman Rows. Und dann Daumen nach oben zeigen lassen. Ich baue hier noch ein bisschen mehr Spannung auf, keine Sorge. Und dann Schultern runterbringen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kriegt hier einen steifen Nacken, dann seid ihr definitiv zu weit oben mit den Schultern, zu weit vorne, zu weit oben. Ja, hier versuchen das alles nach unten zu ziehen, weil dann baut ihr automatisch Spannung im Latissimus auf. Also hier, in diesem Muskel. Zack, runterbringen, Spannung aufbauen, ja, so wenig wie möglich vom Körper auf den Boden haben. Und dann hier schön weit nach oben kommen. Dann spürt ihr das auch schön hier in der hinteren Schulter und im Latissimus und nicht alles im Nacken. Ja. 10 Wiederholungen davon und dann als letztes Down-Ups, 5 Wiederholungen. Das ist praktisch so ein entschärfter Burpee. Und zwar springt ihr in eure Push-Up-Position rein, zack, kommt ihr nach vorne, aufrichten. Kein Sprung, das reicht. Wichtig hierbei, versucht schon mal so ein bisschen die Füße dicht zu den Händen zu bekommen und auf dem platten Fuß zu landen und nicht auf den Zehenspitzen. Also wirklich versuchen, reinspringen in die Position und dann weit nach vorne auf den ganzen Fuß. Das wäre schön und kann helfen bei eurer Burpee-Form. Das Ganze 4 Runden lang, also 10 Glute Bridges und Pause, 10 Rear Delt Raises und dann 5 Down and Ups. Let's go! So, dann machen wir weiter mit dem Strength Part.
speziell für die hintere Kette heute. Also, hintere Kette, ganz fast selbsterklärend, der ganze Bereich hinten, da schließen wir jetzt ziemlich große Muskulatur mit ein, Latissimus, Rückenstrecker, Gluteus, Hamstrings, all das wollen wir jetzt unter Spannung bearbeiten. Ja? Erste Übung sind unsere Hip Thrusts einbeinig. Dadurch kriegen wir das schon mal, weil wir jetzt nicht die hohen Lasten zur Verfügung haben, hin, ja, mehr unsere Gluteus anzusprechen und auch die Hamstrings. Das sind sehr große Muskelpakete, die wir da jetzt trainieren wollen. Und diese Übung könnte man jetzt mit einer Langhantel beidbeinig mit ordentlich Gewicht machen. Ja, haben wir natürlich wahrscheinlich nicht zur Verfügung zu Hause. Deswegen müssen wir uns was einfallen lassen. Und die Idee hier ist jetzt praktisch einbeinig so ein bisschen, ja, mehr Schwierigkeit reinzubringen. Ihr begebt euch auf einen Stuhl, Bank, Couch, was auch immer, irgendwas, was schon mal hier die Range of Motion erhöht. Ihr seht schon, da es gab viel mehr Weg als bei den Glute Bridges im Warm-Up. Ja? Das Ganze mache ich jetzt nicht mit beiden Beinen, sondern einbeinig. Heißt, das andere Bein, was gerade nicht bearbeitet werden soll, könnt ihr schon mal nach vorne wegstrecken. Ja? Das ist jetzt auch gar nicht so ohne, weil ihr müsst hier auch aktiv mit das Bein oben halten. Ist aber nett, weil dadurch bringen wir noch mehr Muskulatur ins Spiel. Und jetzt bin ich praktisch von dieser tiefen Position knapp über dem Boden die Hüfte so weit wie es geht nach oben treiben lassen. Und ich hier halt maximale Spannung in diesem Bereich, auf der anderen Seite. Ja, das Ganze sollten wir jetzt für circa 12 bis 15, vielleicht auch bis 20 Wiederholungen machen können. Das ist ohne Gewicht schon gar nicht so anspruchslos. Ja, da braucht man nicht viel Gewicht, um das wirklich in diesen Wiederholungsbereich reinzubringen, wenn man überhaupt da reinkommt. Wenn ihr trotzdem sagt, okay, ich könnte vielleicht doch ein bisschen mehr, achtet darauf, dass ihr vielleicht wirklich diese maximale Spannung habt. Ja, dann sind diese paar Zentimeter mehr, die ihr da rausdrückt, vielleicht schon ausschlaggebend, dass ihr nicht viel mehr als diese 20 Wiederholungen schaffen könnt. Falls es immer noch zu leicht sein sollte, dann könnt ihr oben, wie im Warm-Up, eine kleine Pause einbauen. Kurz halten, 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 halten und dann langsam in die Negative runtergehen. Ja, langsam runter, explosiv hoch, halten, langsam runter. Und dann garantiere ich euch, wird da auch nicht so wahnsinnig viel möglich sein. Andere Alternative wäre, falls ihr ein kompaktes Gewicht und einen Dumbbell-Kettlebell habt, könnt ihr diese auch auf eure Hüfte packen. Ja, zack. Also einfach auf den Schoß legen, mit Tendenz zu der Seite, wo ihr gerade mit arbeitet. Und dann habt ihr hier etwas Zusatzgewicht, was hochgestemmt werden muss. Auch die Option habt ihr theoretisch. Und dann kommt ihr damit schon auf eure Kosten. Wer links nicht mehr kann, kurz durchatmen, sicherstellen, dass ihr weiterarbeiten könnt. Und dann mit rechts versuchen, einen genauso großen Set rauszuhauen. Auch da ans Limit gehen. Und danach relativ zügig in die nächste Übung reingehen. Das sind unsere Superman Rows. Geht auf den Boden, baut jetzt wieder Spannung auf. Das sollte euch relativ leicht fallen, weil ihr hier diesen Bereich wahrscheinlich spüren werdet von dem Hip Thrust. Und deswegen genau da, wo es gerade ein bisschen brennt, noch mehr Spannung aufbauen. Arme nach vorne und dann rein. Ja, wir wollen hier, wenn ihr jetzt die Handflächen nach unten zeigt, hier oben zeigt haben. Und das Ganze schön mit einer aufgeregten Brust reinziehen. Und auch da, im hintersten Punkt, die Schultern weit weg von den Schultern haben. Die Schultern weit weg von den Schultern haben. Unten nach hinten gezogen, wie im Warm-Up bei den Belt Races. Nach vorne mit 20 Wiederholungen davon. Oder halt so viel wie möglich mit Cap bei 20. Das sollte schon ausreichen, um gut die Muskulatur zum Brennen zu bringen. Ja, danach Rest is needed, um die Hip Thrust wieder angreifen zu können. Gut, jetzt nochmal pausieren. 3 Runden, let's go! Okay, so, M-Rap-Zeit. 14 Minuten wollen wir jetzt ein bisschen Spaß haben. Und zwar laufen, erste Übung, 200 Meter, beziehungsweise eine Minute, wie gesagt, wenn keine Strecke da ist, die dazu passt. Danach geht es in die Burpees rein. Ja, wir haben jetzt Single-Leg-Burpees. Ob ihr jetzt mit rechts oder links loslegt, ist eigentlich Jacke wie Hose. Hauptsache, ihr macht einbeinige Burpees. Sprich, wir gehen runter. Jetzt schon mal Bein in der Luft halten, auf einem Bein nur das Gewicht verlagern. Das fällt einem ein bisschen leichter, auch diese Form zu halten. Tut einfach so, als ob das andere gar nicht da wäre. Und dann runtergehen,
zack, Bein in der Luft halten, auch hier ist es weg. Nach vorne kommen, Sprung, ja, auch das Ganze koordinativ gar nicht so ohne. Ja, versucht diese Form zu halten. Ja, jetzt halt mal seitlich. So, Bein schon jetzt hoch, runter, wegspringen, ranspringen, hochspringen und dann nächster Rep. Nach drei Wiederholungen wechseln wir das Bein. Falls es gar nicht gehen sollte, gar kein Problem. Auch hier vielleicht denn nur stückchenweise schon mal einbeinig arbeiten. Ja? Wenn ihr sagt, okay, kommt nicht mit dem Fuß ran, wenn ihr unten abgelegt seid, sprich diese aufstehende Bewegung mit dem Burpee, dann lasst diesen Part weg. Ja, dann springt nach hinten einbeinig, springt am Ende hoch einbeinig, steht dazwischen einbeinig, aber vielleicht beim Hochspringen, Hochsteppen beidbeinig arbeiten. Das gleiche gilt, wenn die Bewegung nach hinten fordert sein sollte, oder beide Bewegungen. Dann auch das beidbeinig machen oder vielleicht nur Stand, Sprung am Ende einbeinig machen. Ja? Und dann vielleicht beim nächsten Mal eine Position mehr reinbringen. Nach drei Wiederholungen wechselt ihr das Bein und dann haben wir noch 6 Burpees mit einem High Jump. Sprich, hier wollen wir einen ganz normalen Burpee machen. Und da könnt ihr runtersteppen, hochsteppen, wie ihr wollt. Einmal ablegen am Boden. Jetzt natürlich beidbeinig. Zack, hochkommen und jetzt hochspringen. Nächster Rep. Das wollen wir machen. Maximale Explosion nach oben. 6 Wiederholungen davon. Und danach geht es wieder in den Lauf. Sehr schön. Jetzt einmal pausieren und loslegen mit dem Mat Control. Da bin ich wieder. So, Cooldown. Was ihr braucht, ist vielleicht wieder euer Deko-Gegenstand vom letzten Mal, euer Foam Roller. Oder falls ihr gerade noch dabei habt, eine Dumbbell oder irgendwas anderes, Nudelholz, wenn noch jemand Nudelholz zu Hause hat. Wir nicht, aber wir haben auch keinen Sack Nudelholz. Also, irgendwas haben, wo ihr gut Druck drauf entwickeln könnt, was die Wade halt smasht. Ja, das wollen wir haben. Und wenn es am Ende ein runder Gegenstand wie ein Ball ist. Was wollen wir tun? Ich mache es mal mit diesem Bein vor, das könnt ihr euch besser sehen. Wir legen unser Bein auf unser Objekt, dass wir hier schön Druck reinbringen können. Wenn jetzt, also am besten ist es irgendwas, was eine gewisse Höhe hat. Weil wenn es zu flach ist, dann verteilen wir noch zu viel Gewicht von der Wade oder dem Bereich, den wir bearbeiten wollen, auf den Boden. Dann haben wir nicht so guten Smash. Ja? Ich finde, das hier ist noch deutlich heftiger jetzt aufgrund der Härte und im schmalen Bereich, was da gerade an der Wade ist, als ein Foam Roller. Deswegen reicht mir das eigentlich auch schon fast aus. Jetzt kann ich noch ein bisschen Druck entwickeln und ein bisschen hin und her arbeiten, punktuell eher, als über die ganze Wade zu wischen. Ja. Und dann nach und nach damit bearbeiten. Wenn ihr ganz hart drin seid, könnt ihr jetzt hier mit dem anderen Bein Druck ausüben, Hüfte hoch. Ja. All das könnt ihr machen, je nachdem, was für ein Objekt ihr auch habt. Das Ganze macht ihr Minimum eine Minute pro Bein, pro Wade, falls ihr das Ganze noch ein bisschen länger machen wollt, gerne. Ja, falls ihr dann noch ein bisschen mehr von den Beinen bearbeiten wollt, auch das gerne. Ja, so lange, bis ihr euch besser fühlt. Sehr schön. Und dann habt ihr auch diesen Tag geschafft. Nudelholz, wenn noch jemand Nudelholz zu Hause hat. Wir nicht, aber wir haben auch keinen Sack Nudelholz.